Vorletzter Spieltag in der Champions Hockey League Gruppe G. Die Düsseldorfer zu Gast beim Tabellenführer bei TPS Turku. Da gab es eine ganz unglückliche Heimniederlage. Das will das Team von Christoph Kreuzer heute in Finnland natürlich besser machen. Im Tor Bobby Göpfert, er vertritt Matthias Niederberger, damit sein erstes Pflichtspiel nach der langen, langen Hüftverletzungspause. Wir gehen rein in die Partie. Powerplay-Situation für die Hausherren, aber Ole hat da aufgepasst gegen Henrik Tallinder, der Schwede. Bisschen zu sorglos. Und dann nochmal Tallinder mit einem Fehler. Nächste Möglichkeit Lewandowski. Beide scheitern an Teemu Lassila. Also der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2014. Da unter Druck und dann Bobby Göpfert. Im Gegenzug schluckt er ein ganz, ganz blödes Gegentor. Der Kapitän und Topscorer Tommy Kallio mit einem Schüsschen. Und Göpfert lässt sich da überwinden durch die Hosenträger. 1:0 für die Finnen. Aber die DEG nicht geschockt. Kurz vor der dritten Pause, da kommen sie zurück. 1:28 noch auf der Uhr. Und der andere Captain schlägt zu. Daniel Kreuzer mit seinem ersten Tor in der Champions Hockey League. Schöne Vorarbeit von Rob Collins. So ein Mix aus Schuss und Pass. Also 1:1 nach 20 Minuten. Und im zweiten Abschnitt war es weiterhin eine sehr ausgeglichene Nummer. Vor über 4.100 Zuschauern. Die Möglichkeit da für die Finnen. Und dann wird er gestoppt. Julius Vehetalo. Und da gibt es natürlich den Penalty. Klare Entscheidung. Also Bobby Göpfert wieder unter Druck und der Fehler machte ihn nur stärker. Bei dem Penalty ist er lange wach und bleibt auch wach. Hält diesen Schuss von Vehetalo und hält sein Team beim 1:1. Ja, dieser Spagat-Sprünge da von Bobby Göpfert. Schlussabschnitt, die DEG war hier dem Sieg durchaus nahe. Nächste Möglichkeit. Und die war ganz, ganz knapp. Chris Minar wird da auch noch abgeräumt. Und dann Rob Collins nochmal mit der Doppelmöglichkeit. Teemu Lassila hatte richtig viel zu tun. Die Rheinländer mit mehr Torschüssen. Und wie gesagt, der Sieg wäre jetzt schon absolut verdient gewesen. Aber es war weiter eine richtig knappe Nummer. Muss Collins fast ein bisschen mehr draus machen. Also weiter 1:1. Wir gehen in die Verlängerung. Da gibt es erstmal Überzahlspiel. 4-3 für die DEG. Collins. Dann Turnbull und vor dem Kasten ist es Chris Minar, der sich da reinwirft und von Tallinder abgeräumt wird. Auf der anderen Seite dann nochmal Überzahl für die Gastgeber. Kallio kommt da nicht ran. Und so lässt sich das ganz leicht zusammenfassen. Wir gehen ins Penalty-Schießen. Da verschießen die ersten 8 Schützen. Dann kommt Eddie Lewandowski. Lewandowski, da ist das Tor für die DEG. Teemu Lassila geschlagen. Jetzt muss der Turku-Spieler treffen. Die Verantwortung liegt bei Julius Vehetalo. Und der hat ja vorher schon nicht getroffen. Und auch den macht er nicht. Die DEG gewinnt. In Turku holt 2 Punkte und ist damit nicht mehr zu verdrängen von Platz 2. Linz scheidet damit aus, die DEG in der K.O.-Runde.